Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment, sowas. Wie schon gesagt, schauen wir uns jetzt diese Folge mal den Peter Carey an. Oder wie hieß er auch? Den schwarzen Peter. Und da ist er. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Mm-hmm. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Das, der hat er nicht geworfen, der hat reingestochen von hinten, würde ich sagen. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Nee. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. Also, hier war's drin. Warum kann ich das jetzt hier nicht aufmachen? Hier ist doch. Hallo? The pattern of the bloodstain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Oh, Peter Carey. Ah, öffnen. These abbreviations mean something. But what? Jetzt erwarte ich ja nicht, dass ich das sofort rausfinde. This wooden handle is plain and solid. Und was ist hier mit dem anderen? Das wird wieder nicht. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Was ist jetzt B? Was, wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Was? Kein Gärtner. Einbruchsversuche. Notizbuch. Was muss ich jetzt machen? Nee. Also. Kein Gärtner. Was war denn das? Dann halt nicht. Einbruchsversuche. Aufgespießt. Nee. Wir haben hier aufgespießt an der Wand. Kein Gärtner. Nee. Aufgespießt an der Wand. Notizbuch? Oh! Auf die Lauer. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch warten wird. War es jetzt im Gehirn drin oder was war denn das jetzt? Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Hey, eine Karte. Finden wir hier um nicht mehr. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Wow. Also wenn ihr mal auf Walfangjagd geht, dann wisst ihr wo. So, kann ich den jetzt hier erstmal. Vielleicht weiß er, wo ich mich auf die Lauer legen soll.
Und wir laden. Lade. Oh, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Eine lange Nacht liegt vor uns. So, ich soll jetzt bestimmt... Achso, komm mal. Ein Tabakbeutel aus Robbenleder, der auf dem Tisch in Peter Careys Hütte lag. Die Initialen PC wurden grob eingebrannt, das Werk eines Seemanns. Hihi. Das? Peter Careys Stiefelsicher scheint Schuhgröße 8 zu haben. Der Umriss im Staub in einem von Careys Regalen. In einem von Careys Regalen legt den Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Es war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Kiste vielleicht. Ein scharfes Messer wurde auf dem Boden neben der Leiche von Peter Carey gefunden. Die Klinge weist keine Spuren einer Benutzung auf. Ein Notizbuch vom Tatort mit den Initialen JHN. Darin stehen die folgenden Abkürzungen: ASM, TY, BAS, OMTI, TK, RANO, JINT, CPR, KKCO, LW, Langeweile, POT und QI. Und Slotbücher. Auf dem Regal sind die Schiffsslotbücher der Jahre 1878 bis 1884 aufgereiht. Ohne Zweifel enthalten sie Berichte über die Wal- und Robbenjagden des Schwarzen Peters. So, und die habe ich ja schon. So, hier suchen sie sich ein Versteck. So, das heißt, wir müssen hier uns ein Versteck suchen. Aber ich könnte ja erstmal... Bim, 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 bim. Schuhabdrücke. Dann weiß ich vielleicht... Ah, komm. These boots don't match the footprints. Nee, nicht wirklich. Also, es war jemand anderes. Komm, renn doch mal ein bisschen. Was hat's denn hier? Ach, für den Lehn drin zwischendurch. Na klar. Können wir hier nochmal schnell quatschen. Wenn es geladen hat. Irgendwann. Wir verbringen ja mehr Zeit in Ladebildschirm als alles andere, habe ich hier in Eindruck, oder? Kann das sein? Ja, bestimmt. Aber ist ja nicht so schlimm. Hat Peter geraucht? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Das sagen sie alle, weißt du? Und dann die Frau ist weg und... Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Das habe ich gar nicht so mitgelesen, aber ist ja nicht so schlimm, denke ich mir mal. So. Wollen wir denn... Wo wollen wir denn uns verstecken? Oh, ich bin nicht wieder gegengerannt. Ja klar, man kann hier nicht durch die Büsche gehen. Nee, das geht nicht. Da wollen wir uns einfach hier hinten verstecken.
Gibt's hier Hinweise? Nee. This looks like the perfect hiding place. Ja klar, genau dahinter. Und Ladebildschirm. Na klar, warum denn auch nicht? Wir sind immer im Ladebildschirm, sind wir doch gerne. Jetzt wird gleich Nacht sein. Was soll das sehen? Und da sind wir ja auch wieder. Wahaha. Fortfahren. Diesmal haben wir es wenigstens mal gemacht. Aber wir sind schon wieder im nächsten Ladebildschirm. Ah, das kann doch nicht sein. Leute, den überspringe ich jetzt nicht. Kommt, der geht schnell. Wird das sehen? Bestimmt. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! I'll get right there. Ich bin direkt hinter dir und bleib hier stehen, aber weißt du? Das war so ein kleiner Junge. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Blieb. Wo ist denn der jetzt hergekommen? War er die ganze Zeit? Ladebildschirm! Wuhu! Also kann man das nicht einfach mal am Stück laden oder muss man hier wegen jeder irgendeinen Seenwettel immer wieder einen neuen Ladebildschirm haben? Alright, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it... It's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same. I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ladebildschirm. Ah, der war doch nicht mal 20, oder? Oder gerade mal so 20. Der Junge, der hat doch nicht den Mord getan, außerdem kam er ja nicht rein. Ich glaube nicht, dass er das war. Oder glaubt ihr es? Nee, der kann es nicht gewesen sein. Das geht einfach nicht. Gehen wir ins Notizbuch. So, was haben wir hier? Wir haben Scotland Yard. Da fahren wir jetzt auch nicht hin. Oder? Was meinst du denn? Ich weiß es nicht. Will ich gar nicht, wo wir hinfahren. Peter Carey Stiefel stimmen nicht mit den Abdrücken im Garten überein. Das bedeutet, dass sich eine weitere Person im Woodmansley aufgehalten hat. Ist jetzt hier irgendwie... Profile? Ah, wer ist denn das? Peter Carey, geboren 1845, wurde 50 Jahre alt. Er war ein wagemutiger und erfolgreicher Wal- und Robbenjäger. Lange Jahre kommandierte er das Walfangschiff Sea Unicorn aus Dundee. 1884 setzte er sich zur Ruhe und reiste einige Jahre umher. Die letzten 6 Jahre seines Lebens verbrachte er dann in Woodmansley. So, wir fahren jetzt hier mal fort. Und da sind wir hier im Polizeirevier. Was sind das hier für Leute? Oh. Was haben sie denn angestellt? Ja. Hier ein bisschen Wehrmachtswerbung.
Wehrmachtswerbung? Nennt man es Wehrmachtswerbung? Hier ein paar Bilder. Hier das großartige London. Ja, der Quatsch steht erstmal voll und das denkt sich so, ach, halt doch die Schnauze. Ich hab keinen Bock mehr. So schlecht. Nein. Hier gibt's $100 für den Henry Stahlhammer. Henry Stahlhammer. Rudolf. Gärhäuser? Heißt das Rudolf Gärhäuser? Ich glaube. Ach, das ist aber auch ein geiles Bild. Schaut mal. Von dem mittleren Zettel. Ich wollte es gerade hinzeigen, das geht nicht. Von dem mittleren Zettel. Das mittlere Bild. Also so von der Höhe das mittlere Bild. Da sind wunderschöne Figuren drauf. Ist das nicht schön? Wunderschön. So, hier haben wir Wanted, Unwanted. Jonathan Fenton. Und hier drüben haben wir Missing Beauty Marion Gallisch. Hier, wen suchen sie hier? Den Donald Smith Furby. Furby? Und wieso? Oh ja, die suchen ja ganz schön viel, Leute. Das ist der John Woodward. Ah, Marion Kellisch. Dort haben wir das Bild nochmal dort unten. Ja, sieht man's? Schöne Täterbilder, oder? Profilbilder. Nee, wie heißen die? Phantombild, oder? So. Paddy war es übrigens. Donald Smith Paddy. Missing Diamond Earring. Achso, a pair of single stone diamond earring. Für £500. So. Hier $50 für mich. Ne, ja, für in Edward Ward. Edward Ward, wow. Gut. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt speichern kann. Aber ich sag mal, das ist jetzt gespeichert. Ich würde nämlich mich verabschieden für heute. Und sagen, wir sehen uns das nächste Mal dann hier wahrscheinlich wieder beim Verhör. Und bis dahin, macht's gut und einen schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao.